natürlich so machen, dass er uns natürlich nicht sieht. Und hier haben wir einen zweiten, der schnell geht. Was macht man in dem Fall natürlich? Man hält sich an irgendwas, wie zum Beispiel an diesen Typen. Und sagt, wenn er geht, gehen wir auch ein Stück. Und gehen auch Nummer sicher. Und dann habe ich kurz ein Gameblack. Okay, egal. Wir haben es durchgeschafft und jetzt sind wir hier hinten, sieht man übrigens schon ein Triforce. Ja, das hat auch was zu bedeuten. Schöne Musik, Moment, mal kurz entspannen. Ja, Link weiß, wovon ich spreche. Und nun geht es weiter mit schöner Hintergrundmusik. Und ja, wir könnten jetzt hier ein Massaker an den Blumen anrichten, aber natürlich wird es das nicht gestattet, weil es gerade viel zu schön dafür ist. So, und wen haben wir denn hier? Das ist Zelda höchstpersönlich. Hallo, wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, was ist das? Das ist eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nein, den habe ich nicht, noch nie gesehen. Nun, hast du ihn dabei? Nein. Ja, natürlich. Wie freut sich? Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ach, sorry. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte. Und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Obi. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Obi. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst es doch nicht weitererzählen. Doch. Okay. Dies ist die Legende. Wagen es an einem Ort in Hyrule. Das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldenen Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Tja, so läuft es mir auch jeden Tag. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Also merken, Zitadelle der Zeit wird noch ein wichtiger Ort für uns.
Ja, und das war auch schon die ganze Geschichte. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraut habe, verstanden? Macht das einen Unterschied, ob ich es jetzt verstanden habe oder nicht? Die war immerhin ja verdammt kurz. Ja, ich habe sie verstanden. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du dir anschauen? Nein, eigentlich nicht, weil ich weiß, um welchen Mann es sich handelt. Aber um es euch mal zu zeigen, ja, natürlich wollen wir. Denn es handelt sich um... Dam, dam, dam! Ganondorf. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Ja, das ist eben so ein Nomadenstamm. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht... Doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllen, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Ja, und deshalb grinst er uns auch so böse an. Was ist geschehen? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ja, das ist nicht gut, Zelda. Definitiv nicht gut. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Ich dachte, Hyrule ist die ganze Welt in dem Fall, aber egal. Hubi, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaube kein Wort. Ja. Einfach so lächeln und winken. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Tja, Helden und so. Ach ja, sie kannte ihn vorher irgendwie gar nicht, also gar nicht. Und jetzt vertraut sie ihm natürlich komplett. Aber egal, weiter im Plot. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Tja, Zeldas Brief. Und das Wichtige ist eben nicht der Brief, sondern einfach nur die Unterschrift. Und der wird uns dann doch ein wichtiger Passierschein sein, denn wir haben jetzt sozusagen Sondergenehmigung der Prinzessin. Und hier haben wir Sheik. Und Sheik ist diese von vorhin erwähnte letzte der Sheikah. Oder Shieka, oder wie auch immer. Oder. Ist Impa? Moment. Sheik, Impa. Ich denke, sie hat so eine gespannte Persönlichkeit, aber egal. Ich bin. Ich bin Impa.
Überlebender der Shieka. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dir eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Oh ja, unsere erste. Es ist das Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Eigentlich klingt es nur nicht anders, aber es geht darum, die Melodie bestehen alle aus 6 verschiedenen Noten und... Ja. So klingt es dann tatsächlich. Tada! It's magic! Und er starrt natürlich die geschenkte Ocarina an, die wir von Saria besitzen. Du hast Zeldas Wiegenlied gelernt. Wenn ich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Warp Zone. Und wir finden uns draußen auf der Ebene von Hyrule. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Ja, wieder der schöne Berg. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Ja, Goronen sind Gesteinswesen. Ich nenne sie jetzt mal so. Am Fuße des Todesberges wirst du Karkariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Ja. Das Lied, das ich dir gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Ja, sie ist auch so eine Art Ninja oder so und hat einige lustige Stealth-Techniken drauf. So, auf jeden Fall, wir begeben uns jetzt in Richtung Todesberg und dem einen oder anderen könnte jetzt natürlich mal Kakariko etwas sagen, denn zum Beispiel Twilight Princess, gab es natürlich Kakariko auch, in sehr, sehr, sehr vielen Zelda-Spielen vorher auch. Und ja, es ist einfach eine Vorgebirgsstadt, beziehungsweise eine Stadt in einem, ja, Tal, in einem eingeschlossenen Tal, und es ist da eigentlich immer recht schön ruhig und entspannt und ja, Landleben. Und hier steht immer ein Typ und lacht sich die Hucke voll. und ja, hier werden wir dann auch erstmal Schluss machen für heute. Dann ist es schon etwas später. Also, wir werden dann in der nächsten Aufnahme Kakariko erkunden und vielleicht schon zum Todesberg vorstoßen. So, und der Typ mit Afro läuft uns natürlich fast rum. Okay. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.